Transformation und Leadership-Lehre innovativ neu gedacht. Ja, was wir Ihnen jetzt gerne vorstellen würden, ist eine kurze Reise durch ein Projekt, das wir 2019 über ein Förderprogramm eingereicht hatten und auch bekommen haben. Und wir haben es genannt Lead-in 4.0 Thüringen. Also es sollten mehr oder weniger verschiedenste Elemente in dieser dieser Veranstaltung abgearbeitet werden. Also wir, das ist bin ich, Sabine Brunner, die hier am Lehrstuhl an der Fachhochschule Erfurt für Personalmanagement zuständig ist, und gleichzeitig bin ich Vizepräsidentin für Kommunikation und Kultur, und Simon Brunmeier, wissenschaftlicher Mitarbeiter, der dann eigentlich mit so ein bisschen ins laufende Projekt eingestiegen ist. Die Idee war zu sagen, okay, was haben wir denn überhaupt für Ausgangssituationen? Wie sieht unsere Lehre hier an der Fachhochschule Erfurt aus? Wie können wir eventuell, aus meiner Sicht ein ganz aktuelles Thema, nämlich Führung, vielleicht für alle nochmal, es war alles vor Corona, so gestalten, dass es innovativ ist? Also wie können wir auch so Elemente wie Leadership und Innovation, wie können wir das neu irgendwo verwursteln? Und haben dann gesagt, was ist die Ausgangssituation? Es ist VUCA, VUCA-Welt, sagt Ihnen sicherlich allen eine Menge, also schnelllebig, unsicher und auch widersprüchlich. Und wie gesagt, alles noch, die Entstehung war vor Corona, deswegen muss ich so ein bisschen hin und her switchen. Das war zu der Zeit ja, also so huhu, es ist alles schnell. Wenn wir heute nochmal uns die Situation anschauen, können wir nur sagen, hurra, herzlichen Glückwunsch, jetzt haben wir sie auch, diese VUCA-Welt, davor haben wir drüber geredet. Und aus dieser Sicht auch wichtig zu sagen, wie muss denn Führung in dieser Welt gestaltet sein, die da derzeit auf uns zurollt? Ja? Wie können wir Lehren und damit auch dieses Thema Führung in irgendeiner Form innovativer verwursteln, und kamen dann auf die Idee zu gucken, was gibt's denn an der Fakultät hier schon konkret? Ich bin auch erst seit 2019 hier. Bisher gab's an unserer Hochschule wenig digitales Lehrangebot im Bereich WLV, also Wirtschaft, Logistik und Verkehr. Die Studierenden sind hier ganz klassisch erstmal noch in die Vorlesungen gekommen, und es war sehr wenig Social, ja, ich sage jetzt mal so generell Social Media affin. Gleichzeitig war der Gedanke auf das digitale Zeitalter auch, ja, zeitgemäß vorzubereiten und aber auch für unsere Fakultät einfach mal so als Vorbild zu stehen und zu sagen, wir versuchen mal was ganz Neues. Also das war so der Ausgangspunkt hier für die Idee. Und dann ein neues Lehrangebot zu schaffen, also eben nicht nur ein neues Feld zu bedienen mit einer innovativen Überlegung, wie kann man Leadership neu gestalten, sondern eben auch in der Kombination mit einem moderneren und zeitgemäßeren Lehr- und Lernmodell. Lernmodell, wo die Studierenden mehr dazu angeregt werden, selbstständig zu lernen, wo Austausch zwischen Lehrenden und aber auch Lernenden ist, wo Selbstreflexion dabei ist und gleichzeitig aber auch dann wiederum digitale Tools zu vertiefen. Also das war unsere Ausgangssituation. Wir haben dann das Ganze ausgerichtet an vier Kernelementen, dass wir sagen, okay, wer soll eigentlich wirklich mit in dieser Lehre beachtet werden? Das sind zum einen sind es die Lernenden, ja, und die Lehre soll innovativ, also es war mal die Idee, innovativ sein. Die Lernenden sollen auch innovativ lernen können. Die Inhalte sollen innovativ sein und auch hier noch nicht bisher stattfinden, und auch die Methode. Also das war so das Grundgerüst zu sagen, wir haben hier vier verschiedene Kernelemente, die wir mit dem Gesamtkonzept Leadership innovativ oder in dem Fall Lead in Thüringen generell neu denken wollten. Konkret hieß es, die Lehre oder Lernenden sollen ortsunabhängig arbeiten, sie sollen sich selber organisieren, sie sollen sich vor allem im Peer-Austausch zusammenfinden, ja, auch immer wieder so in kleineren Grüppchen.
Es soll Methodenvielfalt sein, also zum Teil ein Input, ein fachlicher, aber dann wieder ein Austausch. Und es soll vor allem üben und anwenden und auch diskutieren gefördert werden. Und vielleicht auch hier nochmal wichtig, die ganze Vorbereitung fand vor Corona statt. Das muss man einfach immer wieder sagen. Also das Konzept stand mehr oder weniger fertig und dann kam Corona. Also ich komme dann gleich nochmal dazu. Also das alles waren die Gedanken, die wir hatten, bevor wir dann in die Lehre gehen durften, sollten, mussten. Ja. Und hatten dann auch die Idee zu sagen, okay, für den Lernenden, wie können wir diesen Anforderungen dieser VUCA-Welt und den Unternehmen gerecht werden? Also Themen waren so wertschätzender Umgang mit Unterschiedlichkeit, Empathie, Kommunikationsfähigkeit von zukünftigen Führungskräften. Und daraus ist eben ein Wahlmodul für Masterstudierende entstanden, ganz konkret erstmal hier an der Fakultät WLV, mit dem Ziel, eben die zukünftige Berufstätigkeit im Besonderen zu fördern, also dass die schon gut vorbereitet in solche Führungspositionen gehen können. Die Inhalte haben wir gemeinsam in Fokusgruppen entwickelt. Da gab es im Vorfeld Fokusgruppentreffen mit Vertretern aus der Praxis, mit Unternehmensvertretern. Es waren Studierende dabei und uns die Lehrenden, die da hier sein sollten. Das war eine tolle Veranstaltung oder tolle Veranstaltungen mit wahnsinnig viel Interesse der Praxisvertreter, mit wahnsinnig viel Engagement auch dann auch während des ganzen oder gesamten Moduls über 2 Semester verteilt. Also so engagiert, wie das zu Beginn begonnen hat, so hat es dann auch letztendlich stattfinden können, zu sagen, Mensch, wir sind froh, wenn wir hier an der Hochschule auch schon mal berücksichtigt werden und freuen uns im Endeffekt extrem drauf, hier mit einbezogen zu sein. Das und das braucht der Arbeitsmarkt von den zukünftigen Führungskräften und toll, wenn wir hier mitgestalten können. Ermittelte Themenfelder für die Veranstaltung waren dann einmal das Thema digitale Transformation, das Thema Teambuilding, Agilität und Innovation. Also wir haben da einfach länger gebrainstormt. Wir hatten uns auch an verschiedenen Tischen organisiert. Und das waren, sage ich jetzt mal, geclustert die Themenfelder, die wir dann von der Idee her bedient haben und bedienen wollten auch. Ja. Die Methode, die wir dafür ausgewählt haben, war einmal die Methode des Inverted Classroom. Also wir haben gesagt, es gibt einen Austausch, es gibt eine Selbststudie auf der einen Seite und es gibt immer wieder eine Vorlesung, eine Lecture dazu. Die Selbststudie im Vorfeld war sehr interaktiv aufgebaut. Also die Studierenden haben Lernvideos bekommen, Artikel oder auch Fallstudien oder es gab auch schon mal ein Gespräch. Und das Ganze wurde dann in einem späteren Lecture-Teil dann vertieft oder auch diskutiert. In unserem ersten Durchlauf, wir hatten jetzt hier an der Hochschule einen ersten Durchlauf eben, 2-semestrig, Wintersemester, vergangenes Jahr und Sommersemester mit einem extrem hohen Praxisinput. Parallel haben die Studierenden selbstständiger Reflexionstagebuch geführt, in dieser Rolle auch als zukünftige Führungskraft. Was haben wir gelernt? Was können wir anwenden? Wo bräuchten wir eventuell noch irgendeinen Bedarf? Unser Austauschforum war Moodle. Ja, da können wir nachher bei der Erfahrung noch ein bisschen was dazu sagen. Wir haben verschiedene Methoden angewandt hier. Wir haben mit Scrum gearbeitet. Wir haben Lego Serious Play eingesetzt an verschiedenen Fragestellungen und zu verschiedenen Themen. Wir haben die Walt Disney Strategie angewandt in Themen der Entscheidungsfindung und so weiter. Und dann hatten wir Padlet, also es war auch eins der Tools, die wir hier an der Hochschule eben haben und haben verschiedene Tutorials gemacht, also für uns auch ganz spannend, selber Tutorials zu erstellen, aber auch die Teilnehmenden in alle Prozesse im Endeffekt mit einbezogen. Auch da werde ich dann nachher noch bei den Erfahrungen berichten. Das vierte
Waren das schon alle vier Kernelemente? Okay, haben wir schon alle gehabt? Gut, danke. Dann gehen wir weiter. Dann kommen wir zum Modul. Vielleicht noch ganz kurzen Moment. Da wird der Simon noch ein bisschen was berichten. Das, was Sie hier jetzt dann auch sehen und präsentiert bekommen, ist jetzt schon unser zweiter Durchlauf. Wir haben also gesagt, wir wollen dieses Modul weiter hier bei uns im Programm behalten, haben aber auch entschieden, dass wir Lead-in 4.0 Thüringen als Leadership-Thema nicht nur in WLV anbieten wollen, sondern wir wollen das an der ganzen Hochschule anbieten, weil wir gesagt haben, das ist ein Thema, was eben nicht nur Wirtschaftler interessiert, sondern wir haben hier an der Hochschule sechs Fakultäten, Forst, wir haben Architektur, wir haben Bauingenieurwesen und an allen Fakultäten ist ein Bedarf an Führung und an dem Thema Führung, weil das ja in vielen Fakultäten gar nicht Teil der Modulbeschreibung ist. Und sind jetzt gerade dabei, wie gesagt, mit dem zweiten Rollout hier zu arbeiten, stellen aber auch hier wieder fest, da können wir auch nachher bei den Erfahrungen noch sprechen, da gehen wir auf die Frage von Lego Series Play nochmal gerne ein, weil das so bei den Erfahrungen nochmal mit als Bild auch dabei ist, dass ich jetzt einfach mal ganz kurz übergebe, dass Sie so mal eine Idee haben, wie haben wir denn das Modul aufgebaut, eben in der Interaktion mit Inverted Classroom, immer auch mit den Themenfeldern, die wir mit den Fokusgruppen ausgearbeitet haben. Und das wäre jetzt so die Idee. Ja? Genau, richtig. Da knüpfe ich ganz gern an. Also Sie sehen hier jetzt auch eben die Roadmap für dieses Semester. Das ist dann schon der zweite Durchlauf. Und hier sehen Sie eben, wie wir das Ganze aufgebaut haben. Wir haben gestartet, um uns erstmal ein bisschen kennenzulernen. Und dann sind wir jetzt aber auch in der ersten Selbstlerneinheit, wie Sie es hier sehen, an der grauen Markierung am 28.10. Also das ist die erste Selbstlerneinheit, wo sich die Studierenden eben selbstständig, selbstorganisiert darauf vorbereiten. Sie bekommen gewisse Artikel, Paper zum Lesen, sie bekommen Lehrvideos, um sich eben auf das Thema digitale Transformation vorzubereiten, sich dort einlesen und sich selbstständig eben Gedanken dazu machen und ihr Wissen aufnehmen, das, was sie eben benötigen. Und im zweiten Schritt treffen wir uns dann jetzt diesen Donnerstag zu einer Lecture-Einheit und da greifen wir das Thema auf und sprechen über die Erfahrungen, die sie gemacht haben mit dem Thema, was sie gelesen haben, tauschen uns dort eben aus, sprechen darüber und versuchen das Ganze dann auch immer wieder im nächsten Schritt anzuwenden. Die Anwendung zum Beispiel sehen Sie dann am Punkt Feedback eben, wo wir hier dann auch schon den ersten Praxispartner mit dabei haben. Wir konnten hier eben die Allianz AG gewinnen, die uns hier unterstützt im Thema Feedback und wir hier eben dann auch mal Rollenspiele durchführen können mit eben Führungskräften, die eben auch in der Situation sind und auf Mitarbeiter treffen und Mitarbeitergespräche führen müssen und Feedbackgespräche führen müssen. Und da bekommen eben unsere Studierenden einfach mal wirklich einen Einblick, wie das so wirklich abläuft. Und die Führungskräfte berichten dann eben, welche Hürden sie da eben haben. Und so läuft es dann eben durch das ganze Semester durch. Und hier haben Sie dann den zweiten Teil. Hier geht es dann eben vermehrt um Agilität und Innovation, was wir eben in diesem Sommer durchgeführt haben. Und hier hatten wir auch einen sehr großen Fokus eben, um verschiedene Praxispartner mit ins Boot zu holen. Hatten in jeder Lecture-Einheit eben einen Praxispartner dabei, um hier nochmal Einblicke zu geben in die verschiedenen Themen, in die verschiedenen Unternehmen, wie die eben mit diesen Herausforderungen umgehen. Genau. Vielleicht nur abschließend, dadurch, dass es ein Wahlmodul ist, haben die Studierenden als Prüfungsleistung zum einen dieses Lerntagebuch geführt, so als Idee zu sagen, ich in der Rolle als Führungskraft mit all dem Input, der da ist und war. Und sie haben zum Abschluss ein Tutorial zu einem digitalen Tool gemacht, was einfach eine tolle Veranstaltung war, weil es waren Tandems, die sich dann hier einem digitalen Tool gewidmet haben, um das dann hier in dem Tutorial umgesetzt haben und dann präsentiert haben in so einer Abschlusspräsentation. Kommen wir noch ein bisschen zu den Erfahrungen, auch mit Blick auf die Zeit, dass wir noch einen Moment haben, auch zu diskutieren eventuell oder Fragen zu beantworten, die Sie haben. Ja, also nach einem Durchlauf jetzt, wie gesagt, mit einem halben Jahr Vorbereitung und Überlegung, wie wir am sinnvollsten dieses Thema angehen können, dass es auch dann in der Lehre
modern umsetzbar ist, muss ich dann dazu sagen, es hat ja dann komplett digital stattgefunden. Also wir sind dann letztendlich gar nicht in diese Idee, wir gehen in Unternehmen und schauen die uns an. Und wir hatten auch Zalando mit dabei, die gesagt haben, ja, dann machen wir mal einen ganzen Tag dort. Also das waren, also all die Überlegungen, die wir im Vorfeld hatten, konnten wir so im Detail dann nicht umsetzen. Es ist eine komplette Online-Veranstaltung geworden mit eben dann den Interaktionen der Unternehmen in der Veranstaltung. Und wir haben uns auch entschieden, obwohl an unserer Hochschule im Moment Präsenz möglich ist, das Thema digital weiter zu bedienen mit einzelnen Präsenzveranstaltungen, wo dann wirklich interaktiv dann auch, wie jetzt Simon schon gesagt hat, in so Rollenspielen gearbeitet wird. Ja, kommen wir mal noch zu den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Also zum einen, das waren die Fokusgruppen mit den Praxisvertretern. Wir haben, also die haben sich da auch wirklich Zeit genommen, was ich auch wahnsinnig toll finde, dass Unternehmen Lust haben, an solchen Formaten mitzuentwickeln. Ja, das ist, muss ich einfach auch dazu sagen. Da habe ich persönlich auch gelernt, eigentlich können wir die Praxispartner, vor allem hier auch in so Hochschulen, noch viel stärker mit einbinden im Vorfeld schon und dann später auch natürlich auch, um das Ganze praxisnah auch zu gestalten. Gleichzeitig haben wir für Lehre und Lernende auch festgestellt, dass dieses Inverted Classroom ganz gut ankam bei den Studierenden. Also zum Teil noch ein bisschen neu, also gar nicht, weil es so neu ist, sondern ich glaube, weil dieses Selbstlernen zum Teil hier noch gar nicht großartig angewandt oder umgesetzt wurde bisher. Zumindest hier jetzt bei uns, dann natürlich der Koordinationsaufwand auch für uns, ja, immer wieder auszuwählen, wie können wir da eine tolle Selbstlerneinheit gestalten, die motiviert zuzuhören, die auch motiviert anzuhalten. Also da haben wir, glaube ich, auch nochmal gelernt, wir haben im ersten Semester ganz wenig davon abgeprüft, ob sie das getan haben, sondern sind sofort in die Umsetzung immer gegangen, um dann festzustellen, dass das eigentlich dann auch in der Feedbackschleife dann nach dem ersten Semester auch von den Studierenden kam, dass sie gesagt haben, wir bereiten uns da irgendwie schon drauf vor, weil es eine kleine Gruppe war, aber ihr fragt es gar nicht ab. Ja, also das war etwas, was wir dann auch wirklich auch nochmal in Feedbackschleifen dann in die nächste Runde mitgenommen haben. Online-Präsenz, da möchte ich mich jetzt einfach nur bedingt äußern, immer wieder, weil es ja, an manchen Stellen super ist sicherlich und gleichzeitig aber auch natürlich von der Planung her anders geplant war. Aber wie gesagt, es hat gut funktioniert und es gab dann zum Abschluss zumindest im Sommer nochmal so reales Kennenlernen. Ja, es war ein intensiver Austausch mit den Lernenden auch dann. Das wäre so im nächsten Schritt nochmal gewesen. Für die Zeit, wir waren uns irgendwo auf eine gewisse Art online dann doch nah. Es waren zum Schluss 8 Studierende, die dann durchgängig teilgenommen haben und dann aber auch wirklich jedes Mal da waren. Wir haben einen Freitag gewählt. Insoweit war es sehr intensiv. Hier ist ein Beispiel von dem Selbstlerntagebuch. Manche haben das wirklich toll gestaltet. Die haben das dann eben nicht digital gemacht, sondern haben dann nochmal, glaube ich, die Zeit genutzt, das auch nochmal für sich zu gestalten in der Realität. Ich glaube, das war auch ganz spannend, in der Zeit zu erleben, dass dieses viele Digitale sie auch animiert hat, wirklich mit der Hand zu arbeiten und was zu malen. Wir haben auch immer wieder solche Formate benutzt. Es ist wahnsinnig viel hängen geblieben, also das ist auch das Feedback, also der fast ein bisschen zu viel. Wir haben jetzt in der neuen Version auch ein bisschen abgespeckt, muss man dazu sagen, weil wir gesagt haben, wir wollten da in dieses eine Jahr so viel reinpacken aus so einer Begeisterung heraus. Dann Inhalt, wie gesagt, was immer wieder da war bei allen Beteiligten, Innovation braucht auf jeden Fall mal ein Mindset. Also ich muss als innovative Führungskraft an meinem Mindset arbeiten. Und es war also nicht nur am Skillset und Toolset, sondern auch am Mindset, dass ich diese Einstellung habe. Und das war, glaube ich, auch etwas, wenn ich so rückblickend sage, etwas, was allen geholfen hat, so
komische Sachen auch teilweise mit uns zu machen, spontane Tutorial zu gestalten oder mal so einen Elevator-Pitch vorzubereiten. Und also wir haben da sehr viel Interaktionen gehabt, diese jungen Menschen auch zu fordern und auch herauszufordern an verschiedenen Stellen. Zur Methode kommen wir nochmal zu Lego Serious. Also wir hatten dann dadurch, dass wir nichts hier vor Ort machen konnten, so kleine Päckchen von Lego gekauft und jedem wirklich händisch eine Karte geschrieben und das Paket zugeschickt, mit der Bitte eben mal so aus diesen Lego-Teilen so ihre Idee von innovativer Führungskraft zu basteln. Ja, und das hier war dann ein Ergebnis. Also dann hatten wir uns in der nächsten Lecture-Einheit dann wieder getroffen, jeder mit seinem Modell, wie er sich als Führungskraft vorstellt. Lego Serious Play ist aus meiner Sicht ein ganz schönes Tool, an manchen Stellen zu gestalten und dann auch über das Modell mal zu sprechen, ja, und auch wieder als Idee zu sagen, wie könnte ich auch dann in der Zukunft möglicherweise auch mit meinem Team mal arbeiten, bevor wir dann alles am PowerPoint machen oder uns besprechen, dass wir da auch kreativere Methoden nutzen. Für viele war das immer wieder jedes Mal neu, oh, habe ich noch nie gemacht und habe mir erst schwer getan. Und dann kamen so tolle Gespräche wieder raus und auch tolle Geschichten. Das war's. Auf die Schnelle abschließend haben alle, wie gesagt, ein Tutorial präsentiert. Also jeder musste sich mit einem Tool auseinandersetzen, mit einem digitalen und also doppelt, also mit dem digitalen Tool innerhalb eines digitalen Tools, nämlich ein Tutorial selber zu gestalten. Und das war eine tolle Lernerfahrung an alle und das ist gut angekommen. So, jetzt haben wir noch ein paar Minuten zum Austausch, der hier über den Chat funktioniert. Also hier die erste Frage, die ich jetzt hier mal gleich so angehe, ist, wird die Präsentation nochmal irgendwo durchgegeben? Ich nehme an, ja, ich habe keine Ahnung. Ich wurde nicht gefragt, ob sie geshared werden kann, aber ich bin überzeugt, dass die Moderatorin dafür was tut. Was Lego Serious Play haben wir jetzt schon mal erklärt. Dann haben wir die Frage hier, wie habt ihr die Eingewöhnungsphase für die Art des Arbeitens geplant? Wir haben uns beim ersten Mal wirklich Zeit genommen, dadurch, dass wir hatten auch generell die Gruppe reduziert. Wir haben nur insgesamt 12 Plätze freigegeben und schon in dem Eingewöhnungs- oder im Vorprozess schon eine Bewerbungsphase gehabt. Ja, also wir haben die Leute schon gebeten, anders als für alle anderen Vorlesungen, dass sie sich nicht nur einfach in Moodle einschreiben können, sondern auch wirklich sagen, wir bewerben uns für dieses Modul und warum? Und warum haben wir Lust, auch hier an so einem innovativen Konzept teilzunehmen? Und da, glaube ich, war auch schon so ein Commitment und eine Neugier geschaffen. Das war, glaube ich, so der erste Start. Ich würde eher sagen, wir haben was geschafft, die Leute über 2 Module dabei zu behalten. Das war, glaube ich, eher die Frage, die uns immer wieder beschäftigt hat. Immer wieder über Commitment und immer wieder um, bitte, wir haben hier Praxispartner. Das ist jetzt nicht einfach ein Modul, wo ihr euch ein- und ausschalten könnt. Da kommen Leute, die stellen euch extra was vor, die nehmen sich diese Zeit. Also das hat so gefühlt ein Semester gedauert, das ernst zu nehmen und zu sagen, das ist jetzt nicht nur eine Vorlesung, die ich jetzt online mal schnell irgendwo buche über Moodle, sondern für das ich mich auch committen muss. Also auch hier ein Commitment mit einem Mindset, ich möchte hier aktiv teilnehmen. Das wären jetzt erstmal so die Fragen gewesen, die im Chat sind. Wenn Sie noch Fragen haben im Chat, dann hätten wir jetzt, denke ich, immer noch ein paar Minuten Zeit, die zu beantworten. Ja, ich warte jetzt einfach mal noch. Es sind ja doch relativ viele Teilnehmenden da, zumindest an der Anzahl. So ein bisschen ähnlich wie in der Vorlesung dann, ja, dadurch, dass ich niemanden sehe. Und das war das Tolle, wir hatten auch das Commitment, die Kamera anzumachen während der Zeit. Ja. Ich danke Ihnen für die Frage, was wäre ohne Corona anders gelaufen? Also ich wäre viel mehr in die Unternehmen mit den jungen Menschen gereist.
einfach um vor Ort auch mal in den Unternehmen zu sein. Das war so geplant. Und wie gesagt, viel mehr Rollenspiele. Ja, also wir haben das Thema Entscheidungsfindung gehabt. Das Präsentieren online hat für mich eine andere Qualität als eine Präsentation vor anderen. Also das muss ich immer wieder sagen, ja. Wie stehe ich, wie richte ich mir was ein, wie leite ich Kleingruppen an, also ohne jetzt einfach nur auf den Knopf zu drucken und zu sagen, hier, jetzt habe ich wieder irgendeine Gruppe online irgendwie gestaltet. Wir haben jetzt, wie gesagt, die Mischung aus meiner Sicht, also wir bleiben beim Format oder bei der Methode Inverted Classroom, aber eben an den Stellen, wo Praxis-Input ist, ist auch eine Präsenz, das fanden die Studierenden auch ganz gut. Es ist eher die Frage, wie kriegt man, also unsere wirkliche Herausforderung ist, wie kriegen wir diesen Kurs voll. Wenn die Teilnehmer mal da sind, finden sie es super, aber es ist noch schwer, hier zumindest bei uns in Erfurt, dafür an der Hochschule eine Wahrnehmung zu gestalten. Und Simon war jetzt einfach dann, weil wir gesagt haben, es sind viel zu wenig Bewerbungen für das Modul, wirklich in den Vorlesungen unterwegs beim Masterstudium und haben gesagt, hey Leute, hier gibt's was Cooles. Und das kommt gut an. Ja, also deswegen wieder irgendwie eine Art Präsenz, weil nur online, wir haben es versucht, wir haben wirklich auch auf Instagram was Cooles gemacht, aber es wird nicht noch richtig gesehen. Gut, das wär's so von meiner Seite. Noch eine Frage, super, ja. Genau, vielleicht in 2 Minuten, oder? Na klar, vielleicht nur kurz vor der letzten Frage, nur wegen der Präsentation. Wir zeichnen das Ganze auf und wenn das für Sie in Ordnung ist, beziehungsweise auch gewünscht wird, wir das natürlich dann zur Verfügung stellen. Wegen mir gerne, also. Okay, wunderbar, danke schön. Völlig in Ordnung. Dann natürlich Raum für die letzte Frage gerne. Ja, genau. Hier schreibt noch jemand, wenn diese Methode in allen Kursen angewandt werden würde, können die Studierenden mit dem Tempo zurechtkommen. Also aus meiner Sicht ist das die Zukunft. Wenn ich so im Personalbereich denke, was heute von dem Mitarbeiter gefordert wird, ist vor allem dieses Selbstlernen wichtig. Und ich stelle eben fest, in den Momenten, wo wir in die klassische Vorlesung gehen und nicht, dass ich für oder gegen die bin, also ich glaube, das ist eine Frage, auch wie viele Studierende habe ich, ja. Trotz allem mehr das Selbstlernen anzuregen, auch selber nochmal zu reflektieren, auch selber nochmal zu sagen, jetzt hast du was gelesen, wie möchtest du das anwenden? Also da, glaube ich, haben wir generell aus meiner Sicht eine Riesennummer in der Zukunft und eben hier weg von dem, ich präsentiere was und wenn ich Glück habe, liest das vor der Prüfung und wenn ich Pech habe, nicht. Das ist aus meiner Sicht nicht die Lehre, aber das sind hier ja natürlich, dafür gibt es ja hier dieses University Festival, um zu sehen, was alles möglich ist. Ich persönlich glaube, man kann die Gruppe, vor allem wenn es so eine Mischung ist aus digital und Präsenz, kann man locker auf 20 erhöhen. Das ist für mich sowieso eine ganz gute Gruppe. Dann haben sie eine gute Interaktionsmöglichkeit. Im Moment fahren wir mit ungefähr 10, 12, ja, keine Riesenhochschule, aber eigentlich aus einer riesen Anzahl von jungen Leuten, die sich für dieses Thema interessieren können. Und da fängt es eben schon an, denke ich im Studium schon darüber nach, was ich irgendwann brauchen könnte oder müsste, weil ich ja im Normalfall als Masterstudierenden zumindest irgendwo in einer Art Führungsqualität irgendwann gehe. Wurscht, ob als Förster oder als Bauingenieur oder als Architekt. Also im Normalfall habe ich es mit Menschen zu tun und könnte so ein Wissen, was jetzt für alle da ist, auch ganz gut anwenden. So, jetzt ist es 12.40 Uhr. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche Ihnen alle noch eine tolle Veranstaltung. Ja, wunderbar. Und auch natürlich auch von unserer Seite ganz großes Dankeschön. Genau. Sie. Ach ja, wenn noch Fragen sind, bitte, wenn das veröffentlicht ist, Sie finden mich auf jeden Fall mal an der Fachhochschule Erfurt. Sabine Brunner, danke. Wunderbar. Dann vielen, vielen Dank. Genau. Viel Spaß noch beim University Future Festival. Danke. Ich würde Sie alle zurück in die Lobby schicken. Tschüss. Ja.